Oh, Leute, Speed, Molado. Aber die Verbindung scheint auf jeden Fall mit einer der Spielsten aktuell zu sein. Und Tapsi führt auf jeden Fall mit ganzen 33%. Also ich habe gehört, dass Shulk Snake auf jeden Fall losing ist für Shulk. Deswegen hat ja auch zum Beispiel Zephyr sich einen fucking Gunner Secondary geholt. Einfach nur für das Snake Matchup. Oh, das killt schon? Gut gemacht hier von Tapsi. Schöne Backer. Ah, die Downer trifft nicht ganz. Schöne Downer ist hier von Tapsi. Geht auf jeden Fall in Führung. Ist ein kompletten Stock in Lead. Oh. Smash Monado. Killt hier. Schön mit der Downer gemacht. Gut gemacht hier wieder mit der Down B. Holt sich im Mopsi halt ein Lead nach dem anderen. Kompletten Stock vorne, nur 5% Schaden. Oh, schön gemacht hier von Escape. Oh, da wollte auf jeden Fall die... Wie, das reicht nicht. Tapsi hier mit einem stabilen ersten Set. Match. Absolut dominante Leistung. 1-0. Übrigens, Sephiroth vermieten. Oh, es bleibt auf jeden Fall bei Shulk gegen Snake. Schöne Nutfel, er. Aktuell hier immer noch Mopsi. Mopsi eigentlich schon. Tapsi in Führung. Oh Gott. Guter Backslash hier an der Stelle, um zu recovern. Das hätte sonst echt gefährlich werden können. Gute Backarm. Reicht aber noch nicht ganz für den Stock. Aber die Down erreicht. Es greift jetzt in Führung. Wenn er jetzt am Stock festhält. Sieht das echt gut aus. Ah nein, die Nikitas. Sauber gemacht hier von Tapsi. Schöne Backair, 17. Oh, die Fair reicht nicht. Erste Backair. Schöne Prozent. Oh, ich dachte, ich habe kurz Escape tot gesehen. Aber aktuell sieht es relativ gut aus. Relativ even in Prozenten.
Smash Monado. Ah, geht auch lieber auf Speed jetzt gerade. Ah, Mopsi macht das hier echt schlau. Okay, die Nikita war da wohl ein bisschen zu viel. Gut gemacht, hier mit meiner Nutria. Gut recovered. Backstage war viel zu greedy. Und das sollte jetzt auch ein Kill sein, ja. Schön gemacht hier von Tapsi. Smash. Es braucht noch einen Hit, so, aber jetzt auch Smash weg. Aber der Fisch reicht hier. Und gleich nochmal alles aus. Nur ein guter Stock von Escape. Gute Nutria. Oh. Schöne Backair. 99%. 999%. Ja, 999. Was? Was rede ich da? Tapsi. Tapsi mit einer guten Führung. Und ich glaube, es reicht schon so ein Grab. Einfach nur, um das hier zu beenden. Tapsi will auch kein Risiko eingehen. Spielt das hier wirklich sehr, sehr vorsichtig, nennen wir es mal. Ah, nee, Kita reicht noch nicht ganz. Gut, er dodge, down air. Oh, der Smash hätte was. Oh, der Smash hätte beinahe hier das sie besiegen können. Jump. Da kommt er wieder nicht hin. Down tilt. Guter Smash, aber der reicht noch lange nicht. Nicht bei Town and City. Speed Monado. Oh, 212% jetzt auf Escape und ah, da ist die Explosion. Ganz unlucky. Aber es war close. Hat er sich was zurückgeholt. Tapsi mit dem Go Escape. Tapsi, wie würdest du das einschätzen? Winning Matchup? Bestimmt, oder? Oh, Mika hat gegen Femix gewonnen. Und wir gehen jetzt in die Runde 3. Und Fiverr darf gegen Mika. Ach du Kacke. Aber hey, Vemix konnte sich wenigstens einen Punkt sichern. Das ist mich. Schön Neutral Air. Oh, der Update hätte fast gereicht, ey, dank dem Smash Monado. Oh! Aber ich glaube, die hat gereicht.
Pack trifft. Oh. Escape hier leicht Probleme immer noch. Kommt nicht, du kannst rein. Er ist Flash. Geduldig gewartet. Wartet hier. Zum Moment. Jedoch hat hier Escape. Er hat Mopsi, Tapsi den Lead. Gut, die Get-Up Attack erwartet. Back Throw. Ah, der Pivot Grip hat nicht ganz funktioniert. Die Grips werden jetzt natürlich ziemlich wichtig. Und die Granaten killen auch schon fast auf der Stage. ...175% schon auf Schulk, ey. Und hat's auf dem zweiten Stock. Und da ist es. Tapsi heute mit einer extrem guten Leistung. Oh, die Granate killt nicht. Oh, gute Down Air, war hier richtig. Und Tapsi immer noch auf dem dritten Stock. Ja, auf dem ersten. Escape ist auf dem dritten Stock. Saubere Back Air hier von Escape. Holt sich hier den Stock. Trotzdem 100% ist halt... Schöne Back Air reicht noch leider nicht ganz. Oh, die Dombi war eine gute Aktion. Schöner Spike hier von Escape. Und die Back Air reicht jetzt auch. Oder nein! Du sie nicht! Ah, die Abwehr reicht nicht. Aber schöner Parry hier von Tapsi. Speed Monado. Ich glaube, Speed Monado ist, glaube ich, das Wichtigste in diesem Matchup. Einfach nur, um an Snake ranzukommen. Vor allem auf so einer großen Stage. Oh. Oh Gott, die ganzen Projektile, ey. Und Tapsi will es einfach nicht fertig machen. Zwei Minuten noch, drei Minuten noch. Knapp zu spielen.